Ich bin rasiert. Gut rasiert. Also ungefähr. Darf jetzt schon noch einigen Tagen vor meinem speziellen Filmplakat lesen. Nicht wirklich einer meiner Lieblingsfilme, aber ein ganz besonderer Film. Kann ich nur jedem empfehlen. New Kids Nitro. Jawohl, da kann man sich auf die Zombie-Apokalypse vorbereiten. So, dann wollen wir mal. Doch die Liebe war von solcher Unschuld und trug so sehr das Gepräge mystischen Sehnens, dass die Engel im Himmel, falls sie überhaupt Zuneigungen empfinden, ähnliche Gefühle haben müssen. Wir waren beide 12 Jahre alt. Ebenso alt wie Beatrice, als Dante sie zum ersten Male sah. Und der Anblick dieser zarten, erblühenden Jungfrau ist es gewesen, aus welchem das Paradies dieses großen florentinischen Dichters hervorgegangen ist. Es gibt in unserer französischen Sprache ein Wort, das die seelischen Wonnen ausdrückt, die jedes Liebespaar in der frühesten Jugend berauschen. Nous nous agréons. Wir fanden Gefallen aneinander. Zwar sahen wir einander immer nur in der Kirche, aber schon beim Ansehen wurde uns ganz warm ums Herz. Ich lächelte ihr zu, sie lächelte mir zu, wir vereinten unsere Stimmen in den Chorälen der Liebe und des Dankes, wir erhoben unsere gläubigen Herzen mit der gleichen Begeisterung zu denselben göttlichen Mysterien. O Morgenröte der Liebe, in welcher die Unschuld sich entfaltet wie ein Maßliebchen am kühlen Bach. So wie ich sie zum letzten Male sah, steht mir Praxed noch heute vor Augen. Ganz in Weiß gekleidet, mit Weißdorn gekränzt, zum Entzücken schön, stieg sie unter dem durchsichtigen Schleier neben mir die Stufen zum Altar hinan, gleich einer Braut. Vergebens blickte ich mit verlangenden Blicken zu den grünen Jalousien ihres Hauses hinauf, wenn wir durch die Lycée-Straße gingen, in der sie wohnte. Es gelang mir nicht, sie jemals wiederzusehen. Man hatte sie ins Kloster gebracht, und so unablässig musste ich daran denken, dass ich meine kleine Freundin auf immer verloren hatte, dass ich schließlich ganz schwermütig wurde und zu nichts mehr Lust hatte. Als ich während der Ferien nach Hause kam, war ich so blass und litt häufig an Fieberanfällen, dass meine fromme Mutter den Entschluss fasste, mit mir zu Saint-Jean zu fahren, dem Schutzpatron aller Fieberkranken. Saint-Jean, der auch die Macht hat, es regnen zu lassen, ist für die Bauern zu beiden Seiten der Durance eine Art von Halbgott. Wir fuhren mit Onkel Benoni, der wieder die Reise leitete, bei klarem Septembermondschein um Mitternacht auf einem Planwagen ab. Nachdem wir uns den anderen Wallfahrern angeschlossen hatten, die in Château Renoir, in Neuf und in Tor oder in Pern dazukamen, sahen wir bald eine endlose Kette von Karren und Wagen, die mit einer von Holzreifen gestützten Plane bedeckt waren, indem alle miteinander und durcheinander den Saint-Jean-Choral sangen, ein herrlicher Gesang, den Journeau in seiner Oper Mireille verwendet hat, fuhren wir unter Peitschengeknall durch die schlafenden Dörfer dahin und am nächsten Tage, gegen 4 Uhr abends, trafen wir mit dem einstimmigen Schrei »Es lebe Saint-Jean« in der Schlucht von Bousset ein. Dort, an der Stätte, wo der verehrte Einsiedler seine Bußezeit verbracht hat, erzählten die älteren Leute den Jüngeren alles, was sie über ihn gehört hatten. Jean war, wie wir, ein Bauernkind, sagten sie. Braver Junge aus Monteux, der sich mit 15 Jahren in die Einöde zurückzog, um sein Leben dem Herrn zu widmen. Er beackerte den Boden mit 2 Kühen. Eines Tages brachte ein Wolf eine derselben um. Gent erwischte den Wolf, spannte ihn vor seinen Flug und zwang ihn, mit der anderen Kuh zusammen unterm Joch den Flug zu ziehen. Aber im Monteux sagten die Leute 7 Jahre nach seinem Fortgehen zu seiner Mutter, »Imbert, du musst deinen Sohn aufsuchen,
denn seit er fortging, ist hier kein Tropfen Regen gefallen. Und Jeans Mutter suchte und rief so lange, bis sie ihren Jungen endlich in der Schlucht von Bousset auffand. Und da seine Mutter Durst hatte, legte Jean zwei Finger in den Felsspalt und sofort sprudelten zwei Quellen hervor, eine von Wein und eine von Wasser. Die Weinquelle ist versiegt, aber die andere quillt noch immer, und sie wirkt heilend wie Gottes Hand auf alle Fieberkranken. Die Überlieferung berichtet, dass Saint-Jean mit dem Kopf nach unten und den Füßen nach oben in einem steinernen Bett zu schlafen pflegte, und sämtliche Pilger fingen sich fröhlich und andächtig bei seinem Bett ein. Es ist ein aufgerichteter Steintrog, um einer nach dem anderen darin Kopf zu stehen. Sogar die Frauen tun das, indem sie sich gegenseitig sorgsam die Röcke festhalten. Auch wir standen in dem Bett des heiligen Kopf. Wir gingen mit meiner Mutter hin, und um die Wolfsquelle und die Kuhquelle zu sehen, und schließlich begaben wir uns nach der von alten Nussbäumen umstandenen Saint-Jean-Kapelle, wo sich sein Grab befindet und der furchtbare Felsen, wie es im Koran heißt, aus welchem die wundertätige Quelle entspringt. Ich jedoch, der ganz erfüllt von all den Legenden und Visionen, ich trank mit der ganzen Gläubigkeit meiner 12 Jahre aus der Quelle, und von dem Augenblick an verließ mich das Fieber. Drum wundert euch nicht, wenn die arme Mireille sich, vergehend vor Durst, dem guten Saint-Jean befiehlt. Nach meiner Rückkehr wurde in Avignon eine neue Einrichtung getroffen. Wir blieben wie bisher bei dem dicken Emilier in Pension, wurden aber zweimal täglich nach dem Collège Royal geführt, wo wir als Externe am Unterricht teilnahmen. Und auf diesem Gymnasium machte ich in 5 Jahren von 1843 bis 1847 die ganze Schule durch. Unsere Gymnasiallehrer waren nicht wie heutzutage junge, elegante Schüler der Pariser Normalschule. Wir hatten noch die strengen alten Graubärte. Da war in der 4. Klasse der wackere M. Blanc, ein alter Feldwebel aus der Kaiserzeit, der uns, wenn wir ungenügende Antworten gaben, irgendeinen alten Schmöker an den Kopf warf. Und in der dritten unterrichtete M. Monbet mit seiner näselnden Sprache, in der zweiten M. Lamy, der eingefleischte Klassiker, der einen wahren Abscheu vor der neuen Victor Hugo-Bewegung hatte. Endlich in der Unterprima ein rauer Patriot namens M. Chanler, der einen Hass auf die Engländer hatte und uns gerührt und unter Faustschlägen auf sein Pult auf die Kriegslieder von Béranger vorsagte. Ich sehe mich noch bei der Preisverteilung in der Schulkapelle, die voll war von den Vornehmen der Welt. Es war mir in jenem Jahre gelungen, sämtliche Preise davon zu tragen. Jedes Mal, wenn mein Name genannt wurde, ging ich schüchtern auf den Direktor zu, um mein schönes Preisbuch oder meinen Lorbeerkranz in Empfang zu nehmen. Dann kam ich mitten in der Menge durch ihre Beifallsbezeugung zu meiner Mutter hin und warf mein Ruhmeszeichen in ihre Schürze. Alle Blicke richteten sich voller Neugier und Staunen auf die schöne Provenzalin, die alle Lorbeeren ihres Sohnes beglückt, aber ruhig und mit Würde in ihren Binsenkorb häufte. Im Madeleine wurden die Lorbeeren dann alle hinter den Kesseln auf dem Herdgesims aufgebaut. Von der heimischen Sprache ließ ich nicht. Als ich einmal in einer Zeitschrift die Verse von Jasmin Aloisa Puget las, «Quand de l'air, per nous plaire, sonne l'air, de ta nouvelle cosu, sur la terre tous à maison, tous tes os, al refrain que façonna, mais d'un copse se débrevelo, et frémit comme la felio, qu'un vent frais frissonna. Und daraus ersah, dass unsere Sprache doch noch Dichter besitzt, die ihren Ruhm verbreiteten. Geriet ich derartig in Begeisterung, dass ich mich sofort hinsetzte und ein Huldigungsgedicht an den berühmten Perückenmacher verfasste, das folgendermaßen anhob: Pueru, honneur de ta mère Gascognon. Doch hielt ich keine Antwort. Ich wusste natürlich, dass meine armseligen kleinen Verse keine Antwort würdig waren, dennoch fühlte ich mich gekränkt, und wenn ich in späteren Zeiten ähnliche Briefe bekam,
So erinnerte ich mich meiner Enttäuschung und machte es mir zur Pflicht, jeden freundlich zu beantworten. In meinem 14. Lebensjahr bewältigte mich die Sehnsucht nach den Feldern und der Sprache der Provence, die mich nie losgelassen hatte, schließlich derartig, dass ich von brennendem Heimweh erfasst wurde. Uiui, ja, da bitte ich aber schon mal um Nachsicht über diese vielen mir vollkommen unbekannten französischen Vokabeln eben. Und ich sage au revoir.